Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Hallo und moin, Leute, willkommen bei Sex Games and Rock'n'Roll. Ich bin heute unterwegs im Blackjack BJ1, ausgestattet mit zwei AC5ern und 4 Medium-Lasern. Wieso fragen sich wahrscheinlich die geneigten Zuschauer? Einfach, weil ich Bock drauf habe. Anders kann ich es gar nicht sagen. Der Kollege hat mir so ein bisschen gefehlt. Ich habe schon lange nicht mehr im Blackjack gesessen und wollte mal meine beiden kleinen Blackjackies wieder rauskramen. Der eine ist noch mit PPCs und 2 Lasern am Start. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn so behalte oder ob ich das nochmal umbaue. War eigentlich ein ganz netter Bild, muss ich zugeben. Weil ich stehe halt einfach auf PPCs. Und so 2 an der Zahl finde ich immer eine gute Menge, die man mitnehmen kann. Muss aber auch nicht, weil bei so Medium Max kann man meistens dann ja nur diese 2 PPCs und dann wahrscheinlich maximal noch 2 Medium Laser oder so verbauen. Von daher würde ich da prinzipiell immer ein bisschen von abraten. Da kann man besser noch ein paar andere Builds zusammenbasteln und wieder ordentlich auf Geschwindigkeit gehen oder sowas. Oder schön als Miniatur-Brawler, so bei diversen Hunchback-Builds und so was. Aber ist auch egal, genug geschwafelt. Falls ich den anderen Blackjack auch noch an den Start bringe, werdet ihr ja sehen, was damit so abgeht. Auf jeden Fall läuft dieser Kollege hier mit 4 Medium-Lasern und 2 AC-5ern mit 3 Tonnen Munition durch die Gegend. 2 Jump-Jets, einer 195er XL-Engine, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Diversen Double-Heat-Sinks und ist damit eigentlich auch ziemlich glücklich, so wie er durch die Gegend kommt. Der ist der perfekte Supporter auch so für dicke, große Max. Er ist schnell genug, um von A nach B zu kommen, also um die Rolle eines Medium-Max zu erfüllen. Kann Schaden austeilen, kann jetzt nicht so ganz so viel wegstecken, vor allem wegen der XL-Engine, die da verbaut ist. Hat aber die Möglichkeit, dank seiner Jumps jetzt noch ein bisschen die Wendigkeit auszunutzen, hier und da dem Schuss vielleicht auszuweichen und sich auch schnell immer wieder in andere Positionen zu geben. Und ich denke, der AC-5er hat auch etwas, was nicht viel Hitze braucht und trotzdem nettes. Direkt ein Treffer gelandet. Auf jeden Fall eine nette Portion an Schaden verursacht und wenn die AC5er lasern sollten, kann man halt natürlich hitzebasiert mit den Lasern arbeiten. Also das Ding, das kann schon schön ein bisschen was ausrichten. Oh. Ihhh, Rückwärtsgang. Da sollst du erstmal den Atlas nehmen. Wobei. Ja. Aber ihr seht, so kann man auch wirklich wunderbar wieder zurückweichen. Da kann man sicher gehen, dass man nicht den Team-Max ausgeliefert ist. Das kommt ja auch ziemlich häufig vor, dass einem das eigene Team einfach wirklich krass im Weg steht. Und das ist manchmal wirklich sehr ärgerlich, weil man da dann oftmals sehr hart auseinandergenommen wird. Und mit 2 AC-5ern am Start, da macht es tatsächlich noch Spaß, hier und da mal ein bisschen hochzuspringen und dem Gegner einen reinzudrücken. Jetzt haben wir ein Trebuchet an der Seite und dank unserer Geschwindigkeit können wir hier nochmal schnell mit an die Front fahren. Jetzt ist der Trebuchet aber auch schon wieder weg. Ist ja auch ein Medium, der schnell unterwegs ist. Viele Long-Range-Missers. Ich glaube, ich sollte erstmal nicht an die Front stürmen. Okay. Kehrtwende, was haben wir da hinten? Yen Lo Wang, ein Hero. AC-10, 2 Medium Puls Laser. Der wird aber gerade vom Team auch schon wirklich schwer bearbeitet. Ah, ein Assist konnte ich dafür noch abgraben. Also es war auch sehr mutig, dazu verleitet es ja manchmal, wenn man in einem Hero Mag sitzt, mitten in unser Team reinzurennen. Also man sollte nie, egal was für ein Mag man hat, einfach in die Gegnermassen reinrasen. Maximal mit einem Scout, um zu gucken, ob man da vielleicht irgendwie eben ein paar Infos rausholen kann. Oder sowas, aber das war es dann auch. Mehr sollte man nicht machen. Und ihr seht hier wieder für den Kampf wunderbar die Flexibilität, die Rumrennerei, ach keine Ahnung, die Ausweichmöglichkeit, wie heißt der denn noch? Das Wendige, verdammt nochmal. Die Agilität, das war's. Verdammt, dass ich da jetzt nicht so schnell drauf gekommen bin. Ein bisschen Gehirnbrei, das kommt davon, wenn man hier so viel zockt. Aus dem Weg, Alter! Na toll. Also es macht auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß hier, auch mit Jumpsets arbeiten. Soll ich das mal wagen, da hinrennen? Ach, der wird jetzt sowieso bestimmt. Stalker an Hunchback. Der macht's nicht mehr lange, der Atlas. Kiek ist das auch schon weg.
Dann stimmen wir doch mal mit auf den Katapult. Also auch nur Long-Range-Missiles. Das ist ein schöner Bild, aber auch sehr gefährlich, wenn man dann halt in Nahkampfverwicklung geht. Da hält man dann meistens nicht so lange durch. Ein Assist, da oben haben wir jetzt noch was von den Gegnern. Und wieder hoch, der ist der nächste in Kentaro. Also ihr seht, das hier ist generell ein sehr schönes, automatisch gut aufeinander eingespieltes und flexibles Team vor allem. Also die können sich sehr schnell auf die entsprechenden Situationen einstellen und reagieren auch entsprechend. Da muss ich doch mal, falls einer von euch hier am Start ist, dickes Lob aussprechen. Das läuft vollkommen automatisch schon fast. Wenn man es übertreiben wollte, könnte man sagen, es läuft fast schon zu gut, aber es ist wirklich schon krass, wie gut hier alle, wie das Teamplay hier funktioniert. Jetzt rennen sie alle auf den Stalker zu und ich bin der einzige Idiot, der sich jetzt hier hochbegibt. Schon ein bisschen angeschlagen. Wenn er mich von hinten erwischt oder mir den Seitentorso generell weglässt, dann habe ich ein Problem. Ach, jetzt ist er da drumherum, der Triple J. Hat auch schon einen Arm verloren. Gegen einen Stalker. Ach, da hat er sowieso keine Chance. Ah. Was war das denn? Jetzt kann ich immer getrost stehen bleiben und draufhalten. Ah, scheiße. Ich hätte aber natürlich auch auf die Hitze achten sollen. Die Hitzeeffizienz ist nämlich noch ein bisschen unterirdisch. Die liegt bei 1,13 oder sowas. Könnte natürlich ein bisschen höher sein, aber besser draus gemacht, würde ich mal behaupten. So, Match ist zu Ende. Ich bin gespannt auf die Schadenzahlen, aber ihr seht, das Ding, ein Medium Mech mit Geschwindigkeit über 70, sage ich mal, die sind sowieso generell recht wendig und Jumpjets dabei, da kann man schon ordentlich was reißen. Und wieder eine Mischbewaffnung, Ballistics sowie Energiewaffen, da kommt nett was bei rum. So, für die Dauer des Matches und für die Flexibilität, wo ich überall war halt, also wie viel ich rumgerannt bin, da geht das auf jeden Fall. 8 Assists abgestaubt, 6 Komponenten zerstört, 3 Spottings, 1 Kill. Damage von fast 400 für ein Medium. Da bin ich schon sehr zufrieden damit. Leute, haut weg, schönen Tag noch, bis bald.